Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und heute möchte ich euch gerne die unterschiedlichen Typen von Aktien vorstellen. Dazu schauen wir uns auch ein bisschen die Google- bzw. Alphabet-Aktien an. Zuerst einmal unterscheidet man Aktientypen nach ihrer Übertragbarkeit von einem Aktionär zum nächsten. Es gibt Inhaberaktien, Namensaktien und vinkulierte Namensaktien. Die Inhaberaktie ist die gängigste Form der Aktie. Es reicht, die Aktie zu besitzen, um alle Rechte eines Aktionärs zu haben. Die AG weiß nicht zu jedem Zeitpunkt, wer Aktionär ist. Und wenn ihr die Aktie übertragen wollt oder verkaufen wollt, müsst ihr das nicht der Aktiengesellschaft mitteilen. Das ist bei einer Namensaktie anders. Der Aktiengesellschaft ist der Name bekannt und wird im Aktienbuch geführt. Wenn ihr die Aktie verkaufen oder weitergeben möchtet, müsst ihr das der Aktiengesellschaft mitteilen. In der Praxis erledigt das die depotführende Bank allerdings für euch. Eine Sonderform der Namensaktie ist die vinkulierte Namensaktie. Bei der vinkulierten Namensaktie ist euer Name auch im Aktienbuch eingetragen. Allerdings muss die Aktiengesellschaft bei Übertragungen erst zustimmen. Sie kann also den Verkauf oder die Übertragung zu einer anderen Person ablehnen. Der Grund, warum Unternehmen vinkulierte Namensaktien einführen, ist, um sich vor feindlichen Übernahmen zu schützen. Eine weitere Einteilung von Aktien ist die Einteilung in Stamm- und Vorzugsaktien. Schauen wir uns hier mal ein bisschen genauer die Google, beziehungsweise jetzt heißt sie Alphabet-Aktie an. Als Privatanleger kann ich die Alphabet-A-Aktie kaufen oder die Alphabet-C-Aktie kaufen. Wie ihr seht, ist die Alphabet-C-Aktie ungefähr 20 Euro günstiger als die Alphabet-A-Aktie. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die A-Aktie eine sogenannte Stammaktie ist. Sie ist eine in Anführungszeichen normale Aktie, die alle Aktionärsrechte beinhaltet. Die C-Aktie hingegen ist eine Vorzugsaktie. Und anders als der Name es vermuten lässt, hat sie einen Nachteil gegenüber der A-Aktie. Sie hat nämlich kein Stimmrecht. Aus diesem Grund sind Anleger nicht bereit, denselben Preis für eine A-Aktie zu zahlen mit Stimmrecht als für eine C-Aktie ohne Stimmrecht. Volkswagen ist zum Beispiel ein deutsches Unternehmen, das sowohl Stammaktien als auch Vorzugsaktien ausgibt. Für Privatanleger ist es allerdings kein großer Nachteil, kein Stimmrecht zu haben, da der Anteil, den Privatanleger in einem Unternehmen haben, meistens so gering ist, dass sie sowieso kein großes Mitspracherecht haben. Als Ausgleich für dieses fehlende Stimmrecht zahlen manche Unternehmen ihren Vorzugsaktionären eine etwas höhere Dividende. Das ist dann der Vorzug, den die Aktionäre gegenüber Stammaktionären haben. Schauen wir uns das mal am Beispiel BMW an. BMW hat im Jahr 2014 2 Cent mehr an seine Vorzugsaktionäre je Aktie bezahlt als an seine Stammaktionäre. Ihr seht also, dass es durchaus interessant sein kann, für Privatanleger Vorzugsaktien zu kaufen. Ihr bekommt die Aktie etwas günstiger als die Stammaktie und habt die Chance, eine etwas höhere Dividende zu bekommen. Dafür verzichtet ihr auf das Stimmrecht, was aber für Privatanleger meistens sowieso nicht interessant ist, da es erst ab einigen Millionen Investment ins Gewicht fällt. Die häufigste Form der Aktie in Deutschland ist die Inhaberstammaktie. Sollte eine Aktie keine Inhaberstammaktie sein, seht ihr das im Namen. Entweder heißt sie dann Namensaktie oder vinkulierte Namensaktie oder VZ für Vorzugsaktie. Falls euch unsere kurze Erklärung gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt. Ansonsten könnt ihr gerne Fragen und Ergänzungen gerne in den Kommentaren posten. Wir antworten schnellstmöglich. Falls du das erste Mal auf unserem Kanal bist, würden wir uns freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig Videos und Tutorials zu den Themen Finanzprodukte, Anlagestrategie und Investments, um die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Wir wollen dir helfen, deine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und unabhängig von Beratern Entscheidungen treffen zu können. Wir produzieren jede Woche neue Videos und abonniere uns, um auf dem Laufenden zu bleiben.